this time. It has to be different. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Rudi mit einem weiteren Video zu Resident Evil 4, dem Remake. Und es geht wieder um Medaillons. Der Händler hätte gerne wieder, dass wir welche einsammeln. Und zwar auf der Karte zu finden hier, oder besser gesagt, die Karte gab es gerade. Und hier an der Wand startet Kampf den Medaillons Nummer 2. Hier nochmal ganz kurz. Ihr seht das, das ist direkt kurz vorm Eingang zum Steinbruch. So, und da haben wir das auch gleich direkt. Ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz hier in den Blendi werfen, in die ganzen Krähen hinein. Könnt ihr auch gerne machen, gibt eine Trophäe für. Und ihr könnt auch da unten gerne den Schatz mitmachen. Aber ihr seht daneben schon, daneben habt ihr gerade schon gesehen, das erste Medaillon, was da direkt ist. Also nachdem wir den Auftrag angenommen haben, direkt hier vorne. Und danach werden wir einen kleinen Cut machen, weil die anderen vier sind ein bisschen weiter weg. So, da haben wir die Karte wieder offen. Oder besser gesagt, hier haben wir erst einmal die Tür beim Händler. Aus der Tür hier raus, auch hier zeige ich euch gleich natürlich noch die Karte. Also wir sind direkt beim Händler, gehen hier raus in dieses offene Gebiet hinein und werden gleich dort unten das nächste Medaillon finden. Ja, Karte kommt direkt danach, da ist es. Das ist gut versteckt da, das ist so wirklich ein bisschen sehr, sehr unauffällig da unten. Sowieso schon unten und dann auch noch so gut versteckt. So, da haben wir es auf der Karte, da könnt ihr das Ganze nochmal ganz genau sehen, wo das Ganze ist. So, von da aus geht es zum nächsten. Da müssen wir jetzt komplett in das Gebiet hinein. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber da, wo das viele, viele Wasser ist, wo das viele, viele Wasser ist. Die Story führt euch ja sowieso da lang. Also daher ist das, glaube ich, das kleinste Problem. Ihr müsst halt einfach nur wissen, wo die Dinger wirklich hängen. Hier an der Seite ist das die Stelle, wenn wir rumkommen, dass wir durch den Boden durchbrechen. Ist bei mir natürlich schon passiert, deswegen ist hier ein Loch drin. Wenn ihr selber das erste Mal ankommt, dann bekommt ihr eine kleine Cutscene und stürzt hier herunter. Und wenn ihr dann hier heruntergestürzt seid, macht ihr die paar Jungs weg, die da herumlagen. Geht dann in diese kleine Hütte hier rein. Und dort ist das dritte. Damit sind noch zwei offen, die wir hier jetzt gleich direkt holen. Ihr habt da auch für die anderen, für den anderen Auftrag von dem Händler, eine von den Vipern. Hier gibt es also auch genug, hier in diesem Wassergebiet, wo genug Vipern herumschwimmen für euch. So, wir gehen da hinten ins Wasser rein. Hier zu dieser kleinen Rampe. Hinter uns gleich ist das Medaillon. Ich glaube, ich hole hier gleich nochmal ganz kurz einen Viper, wo wir gerade hier sowieso schon sind. Falls ihr da auch dabei seid, dann habt ihr gleich gesehen, dass hier eine weitere ist. Und dann drehen wir uns um und kommen direkt dort zum vorletzten Medaillon. Eins fehlt noch. Und zwar, wenn wir von hier aus jetzt zurückgehen, gleich die gleiche Rampe, die wir eben gerade schon hochgegangen sind, gehen wir jetzt gleich nochmal hoch. Ist ein kleiner unglücklicher Cut. Da die Rampe, die gehen wir hoch, wo wir eben gerade runtergekommen sind, wo wir vorher hochgegangen sind. Da war die Viper gewesen. Gehen jetzt hier geradeaus weiter, entschärfen die Sprengfalle hier nach Möglichkeit, ansonsten tut es weh. Und finden dann hier unter dem Steg, auf dem wir gerade waren, das letzte Medaillon. Das war's. Ich hoffe, das kleine Video hat euch A geholfen, es hat euch B gefallen. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.